Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Beyond. So, letztes Mal hatten wir unseren kleinen Rückblick hier, was die anderen Leute alles gebaut haben. Und dieses Mal kümmern wir uns wieder ein bisschen mehr um den Spawn. Ihr wisst ja, das ist so ein kleines 3 Projekt von mir, dass wir hier den Spawn schön bauen. So. Wir platzieren gerade mal die von Shadow TS gespendeten Lampen. Dass wir hier auch ein bisschen Licht bekommen. So, kann man F7 checken. Ja, reicht natürlich nicht, um jetzt hier alles richtig perfekt auszuleuchten. Aber das ist auch nicht so wild. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bis dahin würde ich gerne noch gehen. So. Ist es richtig? Ja, ist richtig. Okay, dann klatsch mir hier gerade noch ein bisschen was weg. Wie viel Durability hat er noch? 32. So. Muss ja alles ein bisschen schnieke aussehen. So, dann haben wir hier noch die Schaufel, dann können wir mit der den Rest bearbeiten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, genau bis dahin. Den Diorit haben wir zum Glück noch dabei, den können wir uns kurz chiseln. So. Und dann haben wir hier noch Platz für eine Lampe. So, ich habe jetzt noch keine Ahnung, was wir hier reinbauen werden. Wenn ich das da drin mache? Nee. Also wir müssen gucken. Da sollen natürlich noch ein paar andere Gebäude hin. Vielleicht setze ich da hinten auch nochmal wieder sowas wie ein Rathaus rein, wo sich alle Spieler in Anführungsstrichen registrieren können, die da einfach ein Schild kriegen. Ja, Mephisto ist mit auf dem Beyond-Server oder wie auch immer. So, ja. Sowas habe ich mir da gedacht. Jetzt müssen wir uns mal... Um was kümmern wir uns denn jetzt? Wir holen mal ein bisschen... Ah nein, ich weiß wieder, was ich machen wollte. Moment, haben wir die alle aufgebraucht? Ne, haben wir nicht. Dann chiseln wir die mal wieder zurück. So, ich möchte mich hier... um die obere Etage kümmern. Die muss ja irgendwann... Ich möchte in die Richtung... Ich muss mal kurz auf die Minimap schauen. Weil vielleicht gehen wir hier auch noch ein bisschen nach oben und dann erst in die Richtung. Hier bin ich. Da ist Tobi und da ist Shadow. Ja, das wäre doch was, wenn wir hier hochkommen und dann vielleicht sogar über die Bäume. Dann wäre das ganz nice. Wo haben wir denn die Axt? Hier. Aber jetzt haben wir wieder so viel Zeug im Inventar, dass ich keinen Platz habe, irgendwas aufzusammeln. Hier ist Erde drin. So, ich muss nämlich hier ein, zwei Bäume nochmal fällen. Oder mehr als zwei. Den hier nehmen wir auch noch weg.
Dann haben wir nämlich einen Platz, dass wir hier überhaupt in die Höhe gehen können. Blätter wegmachen, dass das hier despawnt. Okay. So, weil wir müssen ja überlegen, wie schnell kommen wir hoch? Wie breit müssen wir sein? Wir müssen vier Gleise in die Richtung legen. Wobei ich überlege, ob ich das untere Gleis für Shadow TS lasse, dann kann das hier auf der Erde bleiben. Da müssen wir nur die anderen drei hochlegen. Und da würde ich gerne das mittlerste nehmen. Also auf der 19. Und wie hoch sind wir hier? Da kommen wir aber erstmal gerade raus. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und dann könnten wir eigentlich mal hochgehen. Ich gehe da erstmal in Dreier-Schritten. Es ist schon wieder sehr dunkel hier. Ja, und dann könnten wir hier mal ein bisschen auf der Höhe bleiben. Nein. Also dann müssen wir da weg. Wenn der Pilz da im Weg ist, müssen wir da anders bauen. Dann müssen wir hier nochmal hochgehen. Ist nur die Frage, ob wir hochgehen. Falsche Taste. Nein, wir wollen kein Dings da legen. Wir können auch hier geradeaus durchgehen. Dann haben wir hier eigentlich eine kurze Abzweigung. Und dann führen wir hier den Weg weiter. Hier und dann hier rüber zu Chuck. Das wäre vielleicht so eine Idee. Dann bleiben wir hier gerade. Fabi geht nach links. Gehen wir weiter. Wir machen komplette Linksbiegung. Und dann geht's hier zu Chuck. Das ist eine Idee. Die gefällt mir. Ah, ich bin immer zu schnell hier. So. So, über den Sumpf hier müssen wir sowieso ein paar Stelzen bauen. Deshalb würde ich jetzt eigentlich sagen, wir gehen nicht mehr höher, wir machen eher den Pilz weg. Weiß gar nicht, womit ich den abbauen kann. Ich muss aber jetzt mal kurz hier noch das da wegmachen. Und hier raus machen. Ich muss ja hier noch rüber.
So. Gut, also kommen hier die drei Gleise raus. Und dann brauchen wir wieder ein Gleis. Da-dam. Da-dam. Da kommt das zweite Gleisbett und hier das dritte Gleisbett. Und wir, ja doch, wir sind auf der richtigen Höhe. Wir sind auf der richtigen Höhe. Glück gehabt. Also der kommt hier rüber und dann hat er 1, 2 und dann muss er hoch. Ja, das passt doch. Gut. Dann können wir hier, das ist nämlich das Geile an dem Builder's Wand. Zack, die Strecke ist fertig. Zumindest bis hierhin jetzt mal. Mitte, da und da. So easy ist das. Bisschen ausleuchten, damit hier nicht die Zombies spawnen. Ist ja logisch, kennt ihr ja alle. Ups, so. Okay. Passt. Und jetzt wollte ich hier eigentlich eine Stelze bauen. Ich weiß nur nicht, ob ich die über die komplette Breite ziehen soll. Weil die wäre ja dann, wie viel breit? 3, 4, 3, 7 breit. Nein, hier. Aber können wir eigentlich machen. Ist ja kein Act. Vielleicht lassen wir bloß die Mitte dann hohl. Da was zum Auffüllen im Moment nicht. Dann nehmen wir das hier. So. Und dann nehmen wir wieder die Chisel zur Hand. Es soll ja auch ansprechend aussehen, ja? Ist ja hässlich, wenn alles irgendwie gleich ist. Ja, ich glaube, das könnte man so lassen. Wie, ich habe keine mehr. Zu wenig gechiselt. Die da sind's. Ja. Passt eigentlich so. Ich meine, das ist ein. Sorry. Das ist halt auch ein mächtiges Bauwerk hier. Das möchte ich gar nicht abstreiten. So, und wir werden das jetzt hier mit dem Marble machen bis zur Biomgrenze. Na, bis hier vielleicht, bis zu dem Fluss. Und am Fluss werden wir das ändern.
Warte mal, sag mir mal kurz, auf welche Höhe ich muss. 73. Alter, das ist nicht wahr. Ich bin doch gerade erst gelandet. 73 müssen wir. Oh, wir sind schon viel zu hoch. 77. Habe ich noch was zu essen? Auf 77 sind wir da schon. Soll ich das jetzt wieder abreißen? Oder wir gehen halt wirklich hier rüber. Weil da hinten dieser Berg, das sieht schon interessant aus. Wie hoch sind wir denn hier? 71. Oder wir machen Marble bis hier. Also, oder Diorit. Bis hier. Also, wir müssen jetzt eine Höhe festlegen, auf der wir bis dahin, wo wir das bauen. 72. Ja, ich denke halt, 72 ist realistisch. Wenn wir hier allerdings ein paar Stellen haben, die 77 hoch sind. Hier sind wir sogar bei 80. Ja, okay, aber das ist da ja hier nicht. Ich mache jetzt mal diesen hier weg. Das Bild. Dann können wir auch viel Pilzsuppe machen. Habe ich das jetzt schon alles? Ne, hier liegt noch. Dachte schon, das war aber wenig, was ich da aufgesammelt habe. So, wie hoch sind wir hier? 76. 77, dann muss der weg. So, und hier sollte ich eigentlich mir eine Schere basteln. Aber ich habe bestimmt wieder nichts dabei. So. Da ist eins Platz unten. Es ist, finde ich, ausreichend. Ja, toll. Axt kaputt. Passt aber auch, weil wir sind am Ende der Folge angelangt. Wir machen jetzt hier noch kurz weiter. Haben wir auch keine mehr. Heieiei. Ja, wir haben so viel von den anderen gemacht. Nein! Och, Scheiße. Das war nicht gut. Wir dürfen jetzt zwischen den Folgen erstmal hier wieder alles reparieren. Die ganze Ebene hier unten muss nämlich weg. Das ist das mit dem Bilderswan. Der Bilderswan ist gut, aber man muss schon verflixt aufpassen. Sonst passiert eben sowas hier.
Zum Glück haben wir den Hammer. Dann kann man das schnell reparieren. Aber wenn ihr keinen habt, dann ist es scheiße. So, also wie gesagt, das war's von der heutigen Folge Minecraft Beyond. Ich baue hier jetzt noch ein bisschen an der Brücke. Werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Und dann denke ich, werden wir uns auch mal wieder mehr um unser Haus ein bisschen kümmern. Oder um unsere Sachen. Weil die kommen gerade wieder ein bisschen zu kurz. Ich mache gerade viel gemeinnützige Arbeit. Und ja, auf jeden Fall danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.